Und ja, herzlich willkommen zu Assassin's Creed Unity, Part Nummer 39. Wir müssen dahin. Wir kommen am besten von da. Ach, da kommst du nicht. Dann brechen wir mal in den Templer-Orden rein. In den Templer-Orden. Da, 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 da. In den Templer-Orden. Da will ich doch hin. Oh yeah. Da hat man Spaß. Oh yeah. Da will man doch hin. In den Templer Odin. Ich muss aber hier runter. Bub. Und er hat es Bub gemacht. Du stellst meine Geduld auf die Probe. Aua! Habt ihr Medizin dabei? Keine Medizin? Dann wollen wir mal dahin. Jetzt gilt es. German versteckt sich irgendwo im Tempel. Findet und tötet ihn. Wir sollen ihn töten. Dann wollen wir mal dahin. Ich gehe aber jetzt nicht darüber. Das ist mir zu hoch. Wir gehen einfach über das Ding hier. Dann wollen wir alle töten, die es verdient haben. Boah, was wollt ihr? Wir wollen mich töten? Wohin willst du denn fliehen? Die Straßen gehören uns. Nö. Aua. Ihr wisst schon, ihr nervt, ne? Ihr könnt ja nicht klettern, ihr Pappnasen. Ihr Pappnasen, ihr könnt nicht klettern. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Komm schon. Wie ist denn die junge Frau hier hochgekommen? Das ist die letzte Mission. Weil der ultimative Anno gibt es erst, wenn wir das Spiel durchgespielt haben. Aber gut, dann machen wir es. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Die letzten drei Parts waren ja ein bisschen extrem. Aber wir haben es geschafft irgendwie. Wir sollten uns trennen. Ich bin nicht sicher. So werden wir nicht gemeinsam erwischt. Ich schätze, du hast recht. Wir treffen uns drin. Wenn du ihn erledigen kannst, dann tu es. Warum sind deine Haare nicht mehr so rot? Hast du es denn noch darauf, Arne? Germain hat sich ein hübsches vorgebaut. Keine Schwachstelle zu sehen. Zweiundsechzig Wochen. Ich kann nicht so weit springen, ne?
komm, spring! Ja, du sollst doch nach Hause springen, mein Gott, nee, du Plackpaper. Nix hat er, der hat nix außer Zahnbelag auf den Zähnen, der Anno. Der Anno, hier gibt's einen Händler. Bonjour, mein Freund. Give gas. Ich hab's doch, irgendwas hat er doch mir gegeben. Oh, natürlich weiß ich es nicht mehr. Ja, super. Ich brauche Energie. Und Money. Wenn, dann müssen wir alles auf einer Karte legen. Ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll, ne? Hier bin ich aber irgendwie schon mal reingekommen. Wahrscheinlich hier durch. Ich glaube nicht. Scheiße. Ich habe gar nichts gehört. Scheiße. Es sind noch zwei. Natürlich, warum geht er denn nicht die andere Seite hoch? Ich will es halt leise machen und die, der geht nicht wie ich will. Warte, wenn ich keine Scharfschützen habe als Gegner, dann ist es auch gut. Boah, der mich platt schießt. Was hab ich denn hier noch? Ich hab gar nichts mehr. Alter, heftig. Schön. Ich hab mich gerade gehalten. Ich hab in dem eine Sekunde vorher habe ich mich gehalten. Doch Wahnsinn. Da schickt er mich in die Hölle. Hölle. Mach doch keine scheiß Moves hier. Plünder die mal.
kannst nichts machen. Hier wirst du nicht entkommen. Du da! Bürger! Du da! Halt! Hab ich dich! Aua! Wo, wo, wo? Warte, der kommt hoch, der kommt hoch, der kommt hoch. Soll der ruhig hochkommen? Warte mal, kann ich den nochmal plündern? Ne. Schade. Sade! Stimmt etwas nicht. Gut. Wieder einer weg. Fehlen nur noch 50 Wachen. Ja, du hast gesagt, ich soll mich zeigen. Mhm. Was sind denn die ganzen scheiß Wachen? Abstellen. Au, oh, jetzt kommen ganz viele oder was? Ja, komm. Du auch noch platt. Ich hoffe, ihr habt irgendwie Medizin dabei. Ich will wegen denen jetzt keine Rauchbombe verschwenden. Nur weil er meint, ein Bubble zu sein. So, da war irgendwo noch einer, aber egal. Mich denn da rein? Das kenne ich doch vom Anfang. Das ganz oben. Da hinten ist eine Tür, ein Glas offen. Hier waren wir doch schon mal vor zig Jahren. Also wirklich vor zig Jahren. Wo der eine den verraten hat. Ne, wo die den Templerorden aufgegeben haben. Ja komm! Bist du so doof zum Springen oder was? Oh, diese Steuerung, ne? Wo war denn das offene Fenster? Kommt du dir hoch? Mann.
Achtet auf eine Falle! Und da war er weg. Ist ja gut, ist ja gut. Boah, du Wichser, ey. Du aller Wichser. Mir fast die ganze Medizin geklaut. Wo ist denn die Gasbombe? Da ist die Gas, Gift drauf. Bin ich schon zu hoch oder was? Wo ist der denn? Ach, eine Etage höher noch. Komme ich denn da hoch? Warte mal, hier ist es auch so offen. Schön. Ach, hier kannst du hoch. Zum finalen Countdown. Hallo? Oh, es geht noch höher. What the fuck? Was hast du denn da in der Hand? Was verdammt war das? Der verlorene Assassine kehrt also zurück. Damit rechnete ich schon, seit Latouche keine Steuereinnahmen mehr sendet. Glaubst du, du wärst sicher in den Schatten? Ihr seid ein gewaltiger Dorn in meinem Auge. Ich hab mich selber vergiftet. What the fuck? Was hat der denn für ein Schwert? Das ist doch ein... Wie? Was? Na toll. Sag mir nicht, der ist da hinten. Ach, wenn nicht, der ist da hinten. Aber alles deutet darauf hin. Ich bin nicht extra da hochgekommen. Und dann haut der einfach ab. Spring doch rüber, komm. Das ist nicht so weit, komm. Dann gehen wir mal runter. Und dann gehen wir wieder hoch. Komm, du schaffst es. Boah, du bist so ein... Komm, geh doch hoch. Ich fall gleich nur wegen dir. Mein Gott, ne. Ist der echt da? Der ist wirklich... Also in den Katakomben ist ein Showdown. Wie eklig. Wo ist der? Oder war das ein Trugbild? Ein Trugbild?
auch noch. Das nenne ich ein Wiedersehen. Bleib versteckt. Lass ihn reden. Dachtest du, der Tag würde nicht kommen? Dass dein Verbrechen ungesühnt bliebe? Jetzt ab! Wie willst du das machen? Dein Blick ist genauso getrübt wie der deines Vaters. Du hast gut reden. Wie ungetrübt war dein schneller Griff nach der Macht? Macht? Nein, 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 du bist doch viel klüger als das. Boah! Scheiße, Mann! Wo? So was Absurdes. Ich sehe dich, Nachmaschine. Ja, lass mich weg! So was Absurdes. Hier ging es nie um Macht. Es ging immer um... Hallo! Hier ging es nie um Macht. Es ging immer um Kontrolle. Hat dein Vater dir nichts beigebracht? Ich finde dich schon. Scheiße. Der Orden wurde korrumpiert. Er klammerte sich so besessen. Da bist du ja. Oh! Er klammerte sich so besessen an die Symbole der... Hallo, ist ja gut. Er klammerte sich so besessen an die Symbole der Macht, dass er unsere Ziele aus den Augen verlor. Die Dunkelheit schützt dich auch nicht. Ja, wenn er nicht ganz mit mir reden würde, ne, zu mir. Der guckt mich, der kommt ja ganz so zu mir, warum kann der nicht zu Elise mal gucken so? Hallo Elise, hast du seine Augen? Oh nein, der guckt ganz so zu mir. Das glaube ich ja nicht. Das ist voll scheiße. Und wir haben fast 23 Uhr. Genauso getrübt wie der deines Vaters. Du hast gut reden. Wie ungetrübt war dein schneller Griff nach der Macht? Macht? Nein, 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 du bist doch viel klüger als das. Hier ging es doch nie um Macht. Hier ging es nie um Macht. Es ging ihm. Hier ging es nie. Hier ging es nie um Macht. Es ging immer um Kontrolle. Hat dein Vater dir nichts beigebracht? Versteck dich ruhig. Das macht keinen Unterschied. Da bist du ja. Der Orden wurde korrumpiert. Er klammerte sich so besessen an die Symbole der Macht, dass er unsere Ziele aus den Augen verlor. Chama, wo bist du hin? Vergnügen über unsere Ziele. Elise, nein!
Du hast den Schurken erschlagen. So hast du dir dieses kleine Moralspielchen zurechtgelegt, oder? Oh, ich bin nicht wirklich hier. Ich bin auch nicht wirklich dort. Im Moment verblute ich eigentlich auf dem Boden des Tempels. Aber wie es scheint, gab uns der Vater des Verstehens etwas Zeit zum Reden. Ah, ein besonderer Favorit von mir. Ich verstand die Visionen nicht, die meinen Geist damals plagten. Große, goldene Türme, Städte, weiß wie Silber glänzten. Ich dachte, ich werde verrückt. Dann fand ich diesen Ort. Jacques de Molay's Gruft. Durch seine Schriften verstand ich. Und was genau? Dass ich über die Jahrhunderte mit dem Großmeister de Molay verbunden war. Dass ich auserwählt war, den Orden von Dekadenz und Korruption zu säubern, bevor er gänzlich verfaulte. Und die Welt zu reinigen und zur Wahrheit zu führen, die der Vater des Verstehens vorgesehen hatte. Das scheint gut angekommen zu sein. Propheten werden zu ihrer Zeit selten gewürdigt. Exil und Demütigung zwangen mich zur Entwicklung neuer Strategien. Neue Wege zu finden, um meine Ziele erfüllen zu können. Was immer es koste. Eine neue Ordnung kommt nie ohne Zerstörung der alten. Und fürchten die Menschen die ungehinderte Freiheit, ist es für mich besser. Eine Kostprobe des Chaos erinnert sie daran, warum sie lieber gehorchen. Hier trennen sich nun unsere Wege. Bedenke, der Fortschritt ist langsam, aber so unaufhaltsam wie ein Gletscher. Du hast nur das Unvermeidbare verzögert. Ein Tod kann die Flut nicht stoppen. Womöglich ist es nicht meine Hand, die die Menschheit zurück an ihren Platz führen wird. Aber irgendwer wird es tun. Denk daran, wenn du dich an sie erinnerst. Das Credo der Assassinenbruderschaft lehrt uns, dass uns nichts verboten ist. Einst dachte ich, dass ich also jede Freiheit hätte und meine Ideale um jeden Preis verfolgen könnte. Nun verstehe ich. Es ist kein Freibrief, das Credo ist eine Warnung. Ideale werden allzu schnell zu Dogmen und Dogmen werden zu Fanatismus. Keine höhere Macht wird über uns richten. Und kein höheres Wesen wird uns für unsere Sünden bestrafen. Am Ende können wir uns nur selbst vor unserem Verlangen schützen. Nur wir entscheiden, ob der Weg, den wir einschlagen, einen zu hohen Preis fordert. Wir halten uns selbst für Erlöser, für Rächer, für Retter,
Wir führen Krieg gegen Andersdenkende und die führen Krieg gegen uns. Wir träumen davon, der Welt unseren Stempel aufzudrücken. Selbst dann, wenn wir unsere Leben in einem Konflikt geben, der in keinem Geschichtsbuch beschrieben werden wird. Alles, was wir tun, alles, was wir sind, beginnt und endet mit uns selbst. Gewonnen, 2 Jahrhunderte bevor er begann. Gut gemacht, Mensch. Ach, Abstergo wird die Katakomben nicht nach Germains Leiche aufsuchen. Die Knochen werden sicher zu beschädigt, zu verwest. Mit diesen Weisen sind wir fertig. Das war gute Arbeit, Novizza. Bis wir uns wieder melden, durchsuchst du am besten weiter Arnauds Erinnerung nach allem, was er noch gesehen haben könnte. Unbekannte historische Fakten. Mehr DNA-Proben. Was immer unserer Sache hilft. Mann, sind das viele Leute, die in den Credits sind. Und ja, wir haben es geschafft. Wir haben Assassin's Creed Unity durch. Ich muss ehrlich sagen, am Ende hat es doch sehr abgefuckt, das Spiel. Ich weiß nicht warum, es hat mich einfach nur abgefuckt. Komm mal hier. Kommt da noch was oder sind wir jetzt Ende? Ende? Fragezeichen? Lade Scream, oh Lade Scream. Gang, 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 gang. Dass die Lade Scream immer so lange sind, ne? Da denkt man schon, die Konsolengeneration ist gerade erstmal raus und dann denkt man hier schon. Ich will mal kurz das Schwert ausprobieren irgendwie. Hier ist aber nichts, ne? Hier ist kein Gegner. Warte mal. Ich will mal kurz das Schwert ausprobieren. Das war irgendwie falsch. Hallo? Gut, dann beende ich mal Assassin's Creed Unity. Mein Spiel ist abgekackt. Aber ich würde mal sagen, das reicht auch. Und ich würde mich freuen über eine Bewertung. Und ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Spiel einschaltet. Mal gucken, was hier auf diesen auf dieser Sendeplatz, sagen wir mal jetzt so, kommt. Ich weiß es selber nicht. Mal gucken, vielleicht in Assassin's Creed weiter. Assassin's Creed, man kann ja noch 10 Jahre doch zocken mit Assassin's Creed. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!